Das ist ein Mehrteiler. Am Ende jeder Folge findest du einen Link zum nächsten Teil und im Abspann ist auch die gesamte Playlist verlinkt, wo du alle Teile findest. Insgesamt ist das hier der Leitfaden Chinasäge von A bis Z und es geht um die Maschinen, die so oder so ähnlich aussehen. Gibt es unter verschiedenen Markennamen wie Fuchstek, Greencut, Einhell Güde, Timbertech und wie sie alle heißen. Die sind im Endeffekt weitestgehend baugleich und die Anleitung lässt sich übertragen auf alle Modelle. Ich werde euch ja nicht nur zeigen, wie man die Kette schärft, welche Schiene passend ist, wie man den Vergaser einstellt und welches Gemisch man fährt, sondern auch Reparaturanleitungen, zum Beispiel zum Kettenspanner, wie man den tauscht, wenn er abgenutzt ist, den Zylinderkopf, wenn da mal ein Motorschaden ist und welchen Auspuff. Und man nimmt uns so ziemlich alle Teile, die zu reparieren sind. Wenn es dir gefällt, dann gerne Daumen nach oben, Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen. Und in der Videobeschreibung unten findest du auch immer einen Link zu den verwendeten Werkzeugen und Teilen, sowie auch einen Link zu dieser Anleitung in Schriftform auf unserer Internetseite zum nochmal in Ruhe nachgucken und mit vielen Detailbildern Schritt für Schritt. Dann viel Spaß! Das ist Teil 7 der Reihe China-Sägen-Leitfaden. Im letzten Teil ging es darum, wie man den Vergaser einstellt und die Grundeinstellung des Vergasers, wie die ist. Und in dem Teil heute geht es darum, welche Werkzeuge man für die Motorsäge braucht, um sie zu zerlegen oder zu warten oder zu reparieren. Und da gibt es, ich werde das unterteilen, in Werkzeuge, die man auf jeden Fall braucht und auch solche, die man eher selten braucht oder optional oder die das Ganze ein bisschen einfacher machen. Ganz unerlässlich ist hier das Multitool. Das wird normal beigeliefert, aber in dem Video, wo ich diese Säge mal genau unter die Lupe genommen habe, habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen. In der Regel taugt das mitgelieferte Multiwerkzeug taugt nichts. Das ist irgend so ein weicher Messing-Gummi-Stahl irgendwie so. Also das, da braucht man schon ein anständiges, damit man auch die Zündkerzen mal gescheit rausbekommt oder auch die Schwertmuttern festziehen kann. Zweites super wichtiges Werkzeug ist hier ein 4er Imbus, also 4 mm Imbus. Die allermeisten Schrauben an der Säge sind einfach mit diesem Imbus, kriegt man die raus oder rein. Am besten ein mit so einem Kugelkopf. Hier das eckige Ende, das ist immer ein bisschen hakelig, bis man das drin hat. Wenn die Schrauben so ein bisschen Dreck und Sägestaub drin haben oder Flugrost, das ist immer blöd. Irgendwie mit dem Kugelkopf, das geht super easy, wo man da rein und zack und kann loslegen, hat auch so ein bisschen Spiel. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, so einen zu kaufen, entweder als Set. Mal schauen, ich hab da hier. Hier gibt es als Set von Viha und fast baugleich auch von Powerfix, also von Lidl habe ich hier eins. Die sind auch sehr gut, finde ich. Naja, 4er Imbus. Alternativ, wer damit lieber arbeiten mag, auch so einen mit Griff. Ich mag den eigentlich nicht so gern, aber man hat damit einfach mehr Kraft. Wenn die Schrauben festsitzen, hat man da mehr Kraft als hier mit dem kleinen Griff. Das kann eine Alternative sein, braucht es aber nicht unbedingt. Hier so einen kleinen Schraubendreher mit Schlitz zum Einstellen vom Vergaser. Ist in der Regel wird mitgeliefert. Dann ein Kreuzschraubendreher mit einer gescheiten Spitze, am besten PZ1. Also das ist die, die am besten greift bei den paar Schrauben, die da drin sind. Es sind nicht besonders viele. Also ich würde jetzt da kein extra Geld für ausgeben, nur um einen Schraubenzieher mit PZ1 Spitze zu nehmen. Aber wenn ihr eher einen habt, der passt einfach da am besten. Spätestens wenn ihr mal die Schläuche tauschen wollt vom Benzintank oder Öltank oder den Impulsschlauch, dann werdet ihr so eine Pinzette brauchen. Das macht das vieles einfacher. Das sind ein paar enge Stellen, da kommt man mit dem Finger nicht so gut rein. Entweder gerade oder noch besser ist hier so abgewinkelt. Das ist hier so eine Pinzette aus dem medizinischen Bereich, die gibt es bei eBay irgendwie für ein paar Euro, auch als Set mit gewinkelt und gerade zusammen aus Edelstahl, rostfrei. Das ist ganz praktisch für Stellen, wo man nicht rankommt oder was auch öfter mal passiert, dass die Schrauben beim Zerlegen irgendwo reinfallen, wo man nicht mehr drankommt und auch durch Rumdrehen und Schütteln kommen die nicht mehr raus. Kann ganz hilfreich sein. Zum Demontieren
des Schwungrads oder der Fliehkraftkupplung. Spätestens dann, wenn man mal an die Ölpumpe ran muss, wird man das eine oder das andere abmachen müssen. Empfiehlt sich ein großer Schraubenzieher, ein Schlitzschraubendreher, also ein richtig dicker. Da braucht es so ein bisschen Hebelwirkung für das Schwungrad oder an der Fliehkraftkupplung muss man ansetzen können zum Lösen. Deswegen auch ein ordentlich dicker Hammer. Was sind das? Ich glaube 600 Gramm oder so. Also mit kleiner braucht es halt, hat man nicht genug Schmackes, weil die Fliehkraftkupplung hatten, normal ist die mit Loctite oder so ein Gewindekleber, ist die fest, die kriegt man sonst nicht ab. Nicht gut. Und ein Achter Maulschlüssel oder Ringschlüssel. Den braucht es eigentlich nur für den Auspuff. Ein Schalldämpfer hier vorne. Das sind zwei kleine Muttern. Entweder so einen mit Ratsche oder normalen Maulschlüssel reicht auch. So, mit dem Werkzeug könnt ihr die komplette Säge zerlegen und nochmal zusammenbauen, wenn es das wird nicht sein, das werdet ihr nicht brauchen. Aber egal welcher Defekt anliegt, ihr kommt mit diesen Werkzeugen, kommt ihr wunderbar zurecht und könnt alles selbst reparieren. So, jetzt machen wir die mal weg. Ich verlinke euch die auch mal unten in der Beschreibung, falls ihr noch das eine oder andere braucht, wie diese Pinzette oder hier so ein Hammer-Set mit Fiberglas. Das ist eigentlich ganz praktisch, arbeite ich ganz gerne mit. So, optional oder Werkzeug, was das Leben erleichtert. Zum Lösen der Fliehkraftkupplung könnt ihr auch benutzen hier so ein Schlüssel, der beim Winkelschleifer normal dabei ist. Damit kriegt man die Fliehkraftkupplung auch ganz gut ab, aber in der Regel nicht beim ersten Mal. Beim ersten Mal durch den Loctite kriegt man das damit nicht ab. Aber wenn ihr das mal aufhattet, beim nächsten Mal geht es damit auf jeden Fall einfacher. Es gibt da auch so ein Spezialwerkzeug, was extra dafür gedacht ist. Das habe ich mir auch mal gekauft, weil wie ihr seht, ist es nur eingepackt, weil ich habe es nicht gebraucht. Weil ich habe halt hier den Schlüssel und das funktioniert auch wunderbar. Wenn ihr keinen so einen Schlüssel habt, dann holt euch halt so ein Werkzeug für die Fliehkraftkupplung abzumachen. Das ist genau dafür gedacht. Das sind hier so Näschen, die greifen da rein und ja, damit funktioniert das ganz gut. Kolbenstopper. Der kommt anstelle der Zündkerze, wird der reingedreht. Und das braucht man, um die Fliehkraftkupplung überhaupt abzubekommen, weil da ist ein Linksgewinde dran und ist eigentlich egal, ob links oder rechts gewindet. Der Punkt ist, wenn man die Fliehkraftkupplung abdrehen will, dann dreht sich der Motor mit. Und um den Motor zu arretieren, braucht man diesen Kolbenstopper. Der Kolben drückt von unten hier immer so und deswegen kann man die Fliehkraftkupplung nicht abschrauben. Der Kolbenstopper arretiert an dieser Stelle einfach. Auch optional zum Reinigen ideal, Kompressor mit Luftdüse. Geht super schnell das Ganze zum Saubermachen, falls man keinen Kompressor hat. In den meisten Fällen geht auch eine alte Zahnbürste. Zum Lösen von festen Schrauben, hier so ein WD-40 oder Caramba. Zum Fetten der Schiene, des Kettenspanners und vor allem des Umlenksterns, entweder eine große Fettpresse oder hier so eine extra, die für den Umlenkstern gedacht ist. Die ist auch schön handlich, kann man mitnehmen für den Wald oder in den Garten. Da braucht man nicht mal die große Fettpresse mitzunehmen. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das ist quasi ein Must-Have-Tool und kein optionales. Dann optional als letztes zum Reinigen von Vergasern. Das kommt öfter mal vor, dass die Membran verschnoddert, gerade wenn man mit Gemisch tankt und verstopft und auch die Düsen können verstopfen. Und dann hat man die Option A, man wirft den weg, kauft sich einen neuen. Oder B, man nimmt sich so ein Ersatz-Membran-Set, da kann man den komplett zerlegen und die verstopften Membranen austauschen. Ist eine höllische Fummelei. Rentiert eigentlich kaum, weil ein neuer Vergaser kostet keine 10 Euro und so ein Reparaturset kostet irgendwie die Hälfte. Man hat hier eine Stunde Arbeit oder so. Deswegen Option B. Einmal ein Vergaserreiniger, einen x-beliebigen Vergaserreiniger. Damit kann man hier erstmal alles schön einsprühen. Vorsicht, das ist höllisch
scharf. Also das sollte nicht in die Augen kommen und in die Atemwege. Passt da auf, zieht eine Brille an. Das ist quasi so ein bisschen wie Bremsenreiniger. Das ist richtig, macht richtig gut sauber. Einsprühen, einwirken lassen und dann ein Ultraschallbad. So ein günstiges, billiges Ultraschallbad für 20 Euro. Das ist nicht mehr so schön, weil ich das nur dafür benutze tatsächlich. Also es ist naheliegend, dass wenn man hier einen verölten Vergaser da mal mit gereinigt hat, dass man da später keine Brille mehr reintut. So, das ist auch von diesem Reiniger in Kombination mit dem Öl, das geht auch nicht mehr sauber. Ne? Also das hier, das Kunststoff ist auch so ein bisschen blind. Aber der springende Punkt ist, damit kriegt ihr eigentlich jeden Vergaser, der verschnoddert ist, super easy nochmal sauber. Man muss nichts zerlegen, keine Membran tauschen, nichts austauschen oder wegwerfen oder so. Mit Vergaserreiniger einsprühen, lauwarmes Wasser rein, ein Spritzer Geschirrspüler, also Supril oder sowas. Vergaser einfach rein und zweimal 20 Minuten laufen lassen. Danach funktioniert in, weiß nicht, 95% der Fälle ist der Vergaser nochmal einsatzbereit. Gut mit Luft, mit Druckluft, mit Kompressor ausblasen, damit das Wasser hier auch aus den Düsen rauskommt. Und dann ist der nochmal einsatzbereit. Rentiert sich halt nicht, wenn man nur einmal im Jahr die Motorsäge auspackt und auch nicht, wenn man die gut behandelt und zum Beispiel mit Sonderkraftstoff fährt, dann passiert das in der Regel nicht so. Wenn ihr aber noch Gemisch fahrt oder mehrere Maschinen habt oder auch noch einen Freischneider oder so, rentiert sich das. So ein Ultraschallbad kostet 20 Euro, also das ist so das kleinste oder zweitkleinste, das es gibt. Das hat, glaube ich, ein halber Liter oder sowas. Also auf jeden Fall 50 Watt Leistung und ich glaube ein halber Liter, wo da reinpasst. Nichts Besonderes. So, kommen wir noch als letztes zu den Schrauben. Nur, dass ihr die mal gesehen habt. Gibt es gar nicht so viele. Die allermeisten Schrauben an der Chinasäge sind gleich. Und zwar hier. Das ist M5 mal 14, also 14 mm lang, M5 Gewinde. Hier ein 4 mm Inbus. Das sind irgendwie 90% aller Schrauben sind so. Also man muss auch nicht sonderlich aufpassen, wenn man die zerlegt, welche Schraube war jetzt wo. Ganz selten haben wir hier mal diese 20 mm Schrauben. Da gibt es nur 2-3 Stück. So, dann gibt es genau 2 Stück, die habe ich jetzt hier gar nicht liegen. 2 Stück, die sind ungefähr doppelt so lang, die sitzen am Vergaser dran. Aber die fallen auf, die sieht man und das sind die einzigen 2. Ansonsten gibt es noch hier diese 2, die sind am Schalldämpfer. Die hängen hier im Zylinderkopf, hängen die drinne. Und da kommt der Schalldämpfer, wird hier vorne übergestülpt. Die fallen auch auf, die gehen nicht verloren. Und dann haben wir hier noch eine Handvoll mit Grobgewinde. Und Kreuz, die sind auf der Unterseite, da ist der Griff damit befestigt. Das war's. Achso, ich glaube noch 2 Stück haben wir am Kettenspanner, sind auch diese Schrauben drin. Ansonsten haben wir hier überall diese ein und selbe Schraube und das ist eigentlich relativ easy, da später nicht durcheinander zu kommen. So, jetzt habt ihr gesehen, welches Werkzeug ihr braucht, auf jeden Fall, welches so ein bisschen optional ist und das Leben erleichtert. Und ihr müsst nicht direkt losrennen, alles kaufen und ihr könnt erstmal gucken, was ihr habt. Aber nur, dass ihr so wisst, nach was ihr die Augen aufhalten sollt in eurer Werkstatt, um mal zu schauen, was es für die Motorsäge braucht für eine gescheite Wartung. In der nächsten Folge wird es dann drum gehen, wie mache ich oben den Deckel ab, Luftfilter raus, reinigen, Zündkerze raus, reinigen und den Zündkerzenstecker mal schauen, der geht auch manchmal kaputt. Dann, wenn es euch gefallen hat, bleibt dran und abonniert den Kanal. Am Ende kommt auch noch die Playlist mit den Folgen zur Chinasäge, die noch kommen werden und wir sehen uns dann. Ciao!